bisschen Englisch, ein bisschen Russisch, ein bisschen Deutsch, ein bisschen Französisch. Das geht schon irgendwie. Und auf der Seite der Wiener Austria das Problem, so Walter Schachner. Natürlich die Verständigung mit in erster Linie Chalminha, aber auch Julio Cesar, wenn er zum Einsatz kommt. Zu den beiden Nigerianern von Schachtyor Donetsk noch ein Wort. Die sind erst am Montag zurückgekommen vom nigerianischen Teamcamp, haben sich ein bisschen Zeit gelassen. Evios Kala darüber sehr verärgert und lässt also jetzt Agahova und Okoronkwo auf der Bank. Und es geht los. Die Wiener Austria ist wieder dabei im internationalen Geschehen. Und wie sie sich tut, das sehen wir jetzt. Es wird ein bisschen ein Geduldsspiel werden. Hat ein bisschen die Devise von Walter Schachner geheißen. Ball bloß nicht verlieren, in den eigenen Reihen halten. Und wenn der einmal weg ist, dann werden sie gefährlich, die Russen. Die Ukrainer, Verzeihung, da muss man aufpassen. Starostiak ist das. Große schwarze Spieler. In den Reihen von Donetsk ist Ndiaye aus Senegal. Ganze 1,92 Meter groß. Soll ein bisschen aufpassen da hinten. Jetzt am Ball. Der schnelle Mann auf der rechten Seite. Geklärt hat Paul Scharner. Ja, und Sie hören selbst, die Stimmung ist gut. Wir werden natürlich noch auf die offizielle Zuschauerzahl warten und da haben sie ihn, 28-jährigen Senegalesen. Matajczyk. Janoczko. Flügel. Wojciech Kowalewski, ein Pole im Tor von Donetsk. Schana, Janoczko. Und abseits. Panis war das, aber doch, soweit es von hier zu sehen war, deutlich im Abseits. Hier noch einmal eingeblendet, 25-jährige Torhüter von Schachtyor. Dene war das.
Da ist schon ein bisschen Nervosität zu bemerken. Jetzt Janoczko über die rechte Seite. Schön gewechselt. Panis. Ja, schön Druck gemacht in diesem Fall. Eckball herausgeholt. Eckball Nummer 1. Nach 5 Minuten für die Wiener Austria. Ja, und vielleicht sind es ja die Standardsituationen, mit denen man die Herren aus der Ukraine knacken kann. Calminia. Und Riesenmöglichkeit für Kilewitz war das. Das wäre es gewesen, nach 5,5 Minuten. Wagner. Hat ein bisschen Platz, schön gespielt. Ah, hat er sich selbst verstolpert. Kein Foul gewesen natürlich. Wagner mit dem Fehler. Sind Platz auf der rechten Seite. Ja, bis jetzt klappt die Raumaufteilung bei der Wiener Austria recht gut. So, und da haben wir noch einmal diese Szene. Kilewitz, und da hat der Pole im Tor von Schachtja gut aufgepasst. Flanke von Panis. Die Chance von Kilewitz. Wieder Kilewitz. Ja, will einen Foul haben. Einen Foul gepfiffen haben. Gibt Einwurf für Donetsk. Der Schachner, haben wir gesehen, immer mit der Qual der Wahl seines Kaders. Akoto. Calminia. Was geht auf der rechten Seite? Schana. Ja. Kein Problem, kriegt Mut zugesprochen von Calminia. Beim nächsten Mal klappt es. Paul Schaner. Ja, die Wiener Austria in der Anfangsphase doch mit ein bisschen Raum. Ehrentribüne. Svetic, Streicher, Rudasch. Großen Namen in der ersten Reihe hier im Ernst-Happel-Stadion. Geil ist das. Timoschuk. Dedene. Und wieder Calminia. Macht das ganz geschickt. Freut sich immer ein bisschen aus seiner Manndeckung.